Willkommen zurück zu Mario und Luigi. Zusammen durch die Zeit. Schande, oh Schande. Im letzten Part wurden wir von Baby Bowser in der Elanfabrik überfallen. Und er hat uns beide Kobaltsternsplitter gestohlen. Schnell zurück zu Professor Igitt. Was sagt Igitt dazu? Ich hoffe, was Gutes. Na, mein Freund, hast du was rausgefunden? Oh ja, ich zeig euch, dass ihr Jungs euch zeigt. Ihr seid sicher auf ein paar fiese Hindernisse gestoßen, nicht wahr? Ich bin so tief beschämt, Professor. Beinahe hatten wir ein paar der Splitter, aber dieser kleine Bowser-Kerl hat sie mit beiden aus dem Staub gemacht. Hihihihi. Schon langsam keinen Grund, Tränenflecken auf dein Leder zu machen. Sie sind noch mehr Zeitstrudel aufgesprungen als Toast aus einem Toaster am Sonntag. Wovon redet er, wenn ich fragen darf? Wow! Gleich zwei! Drei! Vier! Und in dem müssen wir als nächstes. Und durch einen empfange ich besonders starke Kobaltstern-Energiesignale. Ich bin mir sicher, das ist der Scheißrudel, den ihr euch vorknüpfen solltet. Genau dort muss Baby Bowser in Kommsheim. Mario, Luigi, wir müssen ihn jagen. Wir müssen es ihm heimzahlen. Hihihihi. Bevor ihr losstürmt, sollt ihr vielleicht noch einmal den Palast inspizieren. Und noch etwas, da ist dieser laute Kerl aus der Vergangenheit, der mit einem Baby rumläuft. Er und Toad zu erfahren im Garten. Könnt ihr bitte mal nachsehen und dafür sorgen, dass draußen nicht so viel Tamtam entsteht? Na gut, dann müssen wir das eben machen. Der jüngere Kerl. Der ältere und der jüngere Totzwerf. Ja. Ich glaube, der Zeitstrudel da ganz rechts neben den beiden. Ich weiß noch, wo der hinführt. Ja. Den müssen wir uns dann noch kurz anschauen, denn ich glaube, der ist optional. So, oh, Baby Peach weint. Setz ein freundliches Gesicht auf, älteres Ich. Oh, jetzt haben die beiden sich scheinbar wieder vertragen. Wir müssen der Prinzessin vorbereiten. Streng dich an. Ich bin völlig am Ende. Genau, der Ältere muss den Jüngeren tragen. Eigentlich sollte es andersrum sein. Reiß dich zusammen, Mann. Lächle, sag ich. Lächle. Das soll Lächeln sein. Totzwerf der Jüngere, die Prinzessin, sie hört nicht auf zu weinen. Sitze, keine Sorge, älteres Ich, wir haben ja noch gar nicht richtig losgelegt. Arme ausstrecken. 3, 2, 1, Totzwerf Twist. Kommt uns diese Attacke nicht ein bisschen aus Superstar Saga bekannt vor? Ziemlich gut, älteres Ich, unser Mündel kichert. Scheinbar haben sie jetzt endlich kapiert, dass sie ein und dieselbe Person sind. Wie Luigi sich die beiden so anschaut. Okay, ja, im Alter sollte man sowas nicht mehr allzu oft machen. Oh, die Meister Mario und Luigi, wie erwachsen ihr doch geworden seid. Ich bin mir unserer Lage durchaus bewusst. Eine ziemlich üble Situation. Die erwachsene Prinzessin Peach, das Königreich. Ihr müsst beide retten. Und ich werde euch erwarten und auf euren Sieg hoffen. Was sagt ihr da, alter Knabe? Ihr möchtet unseren Move erlernen? Nun, wenn euch dies hilft, eure Pflichten zu erfüllen, wird es uns natürlich eine Ehre und ein Privileg sein. Kommt, lasst uns üben! Kopf hoch, älteres Ich, wir dürfen jetzt nicht versagen! Oh Mann, der ältere und der jüngere Totzwerf ist immer zu witzig. Wir gaben dieser Technik den Namen Wirbelsprung. Schon bald werdet ihr wissen, warum dem so ist. Meister Luigi beginnt! Sind alle bereit? Gut, beginnen wir mit der Einweisung. Wie sie jetzt immer so ganz überraschend in einen Tutorial-Bereich geworbt werden. Drückt zuerst R, um Meister Luigi's Symbol zum Wirbelsprung-Symbol zu ändern. Ich frage mich immer, den gab es ja schon in Mario Luigi Superstar Saga, den Wirbelsprung. Wie haben die ihn so schnell vergessen, wenn ich fragen darf? Drückt nun B, damit Meister Luigi auf die Schulter von Meister Mario springt. Drückt nun nochmals B, um euch beide in Rotation zu versetzen und euch langsam in die Lüfte zu erheben. Nun will sie akademisch. Drückt in eine Richtung auf dem Steuerkreuz, um in die besagte Richtung zu fliegen. Diese fabelhafte Technik erlaubt es euch, Abgründe zu überwinden, vor denen einfache Sprünge versagen. Und nun legt los! Okidoki. Das sagen ja die beiden wirklich immer. Oh Mann. Von hier aus. Ja, der gute alte Wirbelsprung, den scheint es auch immer wieder zu geben. In Abenteuer Bowser gab es ihn, in Dream Team glaube ich auch und in Paper Jam. Weiß ich im Moment gerade gar nicht. Ich mag diese Tutorial-Bereiche aber, muss man sagen. Ja, die sind irgendwie gut durchdacht. Ja, hervorragend. Ich gehe davon aus, dass ihr auch in der Wildnis guten Nutzen rausziehen werdet. Na bitte, jetzt können wir den Wirbelsprung. Das ist doch eine wichtige Tatsache für Mario und Luigi Spiele. Ich denke, dieser Wirbelsprung gewährt euch Zutritt zu schwer zugänglichen Bereichen. Und nun an die Arbeit zuerst. Nutzt den neuen Zeitstrudel, rettet unsere Prinzessin.
Ja, das machen wir. Und die beiden drehen sich einfach weiter. Oh Mann. Okay. Ich wollte mich nochmal entschuldigen, dass im letzten Part ein paar... Ja, den Zeitstrudel hier, also den da oben, können wir natürlich noch nicht erreichen. Aber den hier können wir erreichen. Und ich glaube, ich weiß noch, wo der hier hinführt. Genau. Der führt nämlich zu einem Ort, wo wir schon waren. Also der oben führt ganz klar weiter und der hier führt ins Dorf Kuddelmuddel. Das können wir ja rein theoretisch nicht mehr erreichen. Ganz einfach, weil der Zeitstrudel ja ein Baby bei Bowsers Festung ist. Und da sind wir ja abgestürzt. Und dieser Zeitstrudel führt wieder hierher. Gab es hier nicht auch ein paar Bohnen? Ich muss das mal kurz untersuchen. Bohnen, ein Böhnchen, ein Tönchen, eine Bohne, eine Kanone. Obwohl in dem Spiel, das ist ja eigentlich das einzige Mario und Luigi, wo die Bohnen ja nicht gegessen werden. Also in dem Spiel... Ihr werdet es noch sehen. Ich möchte nicht spoilern für welche, die das vielleicht noch nicht wissen. Okay, aber eins kann ich euch schon mal sagen. Die Bohnen werden in dem Spiel nicht gegessen. Hier waren doch welche, oder? Oder spinne ich jetzt? Ich scheine zu spinnen. Oder war da, wo der Koopa-Chat gelandet ist? Nein. Okay, dann spinne ich eben. Entschuldige. Ich habe das Spiel schon irrsinnig lange nicht mehr gezockt. Ja. So echt das Mario und Luigi. Ich habe es wirklich früher viel zu streng behandelt, muss man sagen. Und ich hab schon ganz vergessen, wie gut das eigentlich war, das hier. War ja auch das allererste, was ich je gezockt habe. Ja. Und ja, viele sagen, das ist das Beste angeblich. Wurde ja, wie bald sagt, auch nominiert. Moment mal, ganz einfach so. Babys hoch und die älteren beiden folgen mit dem Schwirbelsprung. Moment, war hier nicht irgendwo noch eine Bohne? Nein. Ganz rein theoretisch auch. Das würde ich gerne mal rausfinden. Aber ich glaube, die Babys allein, ich weiß gerade gar nicht. Wenn ich jetzt mit den Babys ohne die beiden alten Säcke, sage ich jetzt mal, wieder zurückgereist wäre, ich wollte euch den Zeitstrudel nur kurz zeigen, damit ihr wisst, falls ihr nochmal ins Dorf Kuddelmuddeln müsst, dann warum auch immer man zurück muss, aber ich wollte es euch nur mal zeigen. Der ist, wie man sagt, völlig optional, der Zeitstrudel da. Gut, mit dem Wirbelsprung können wir jetzt auch an den, gehört auch irgendwie zu 100% dazu, dass der jetzt angezeigt wird. Ja, dieser Zeitstrudel führt nach Dorf Kuddelmuddel. Was habe ich jetzt gesagt? Was wäre eigentlich passiert, wenn wir jetzt mit den beiden Babys in den Zeitstrudel gesprungen wären? Könnte ich die älteren beiden dann mit diesen Blöcken, mit den Röhrenblöcken widerrufen? Naja. Okay, Igitt hat gesagt, wir sollen uns nochmal im Palast umschauen. Moment, ich muss ja nach unten. Ja, soll ich in den Laden? Ich habe jetzt eigentlich gar nicht groß Lust, einkaufen zu gehen. Tja, ihr fragt jetzt bestimmt, wie kommen wir denn ins obere Stockwerk? Ganz einfach. Die Treppen einfach hoch. Ich bin der Absicht noch nicht entlang gegangen in den letzten Parts, weil ich genau weiß... Da soll man vom Storyverlauf ja noch gar nicht hin. Hätte man auch noch nicht können. Warum auch immer für Prinzessin Peach diese selben Schalter, wo man nur zu viert hoch kann, drücken musste. Ja, hätte ich dann rein theoretisch? Ja, das hier ist das mittlere Stockwerk, das zweite Stockwerk des Pilzpalastes. Und hier ist der Zeitstrudel, in den wir rein müssen. Moment, ich wollte mich nochmal kurz umschauen. Nämlich hier links waren genau noch jede Menge Items. Die nehme ich gerne mit. Und ich glaube, hier war auch irgendwo ein Böhnchen. Eine Bohne, eine Kanone. Ich glaube, hier unten, oder? Ja. Die Bohne lassen wir uns natürlich nicht durch die Lappen gehen. Bohnen sind wichtig. Davon furzt man gut. Ja. Die kleinen Hosenmetze. Ich finde das aber ziemlich witzig mit Todswurf. Aber der gute alte Wirbelsprung gehört ja zu den Mario und Luigi Spielen dazu. So. Jetzt aber. Und hier brauchen wir die älteren beiden. Also die Babys haben die Hämmer. Und die älteren beiden haben die Dings. Trainingsorben. Schauen wir mal gleich, wer es dir so bewirkt. Aber erstmal, können wir das rein theoretisch schon? Ich glaube noch nicht, oder? Nein, das geht leider noch nicht. Aber ich glaube, da lernen wir später noch eine Art Möglichkeit. Ich möchte nicht spoilern. Achso, da kommen wir einfach so rauf. Hab schon verstanden. Gut, hier scheint eine Art Bibliothek zu sein. Wir wissen ja schon, dass Prinzessin Peach... Wir wissen ja schon von Super Mario 64, dass Peach... Moment, gab es in Super Mario 64 eine Bibliothek? Ich glaube nicht, oder? Nein. Da gab es eine in Big Boos Haus, aber... Naja. Aber Peach hat ja alles mögliche in ihrem Palast. Unter anderem eine eigene Rutsche, falls ihr euch erinnern könnt an Super Mario 64. Oh mein Gott! In so einem Palast würde ich sehr gern wohnen. Schaut euch das nur mal an. Luxus pur. Sogar eine eigene Bibliothek. Was steht denn da? Super Mario Kun vielleicht? Wenn ihr den Schmäh nicht ganz kapiert, Super Mario Kun war eine... Ja, möchte ich sauschlechte Manga-Serie sagen. War das Manga? Ich glaube schon. Super Mario Kun. Es gab auch Ausgaben von Super Mario Kun, die auf Mario und Luigi Partners in Time und Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Also die beiden Spiele, die wir in letzter Zeit let's played haben. So, durch den Zeitstrudel weiter geht's.
Ja, es gab von Super Mario Kart wirklich Bände, die, glaube ich, auf diesem Spiel hier basiert haben, mit den Shroops und so. Allerdings habe ich mich mit Super Mario Kart nie identifizieren können. Ich glaube, das ist gar nicht in Europa erschienen, um diese Bücher. Es gab ja ein Event-Level dazu in Super Mario Maker, falls ihr euch erinnern könnt. Allerdings, Super Mario Kart sieht komisch aus, muss man ganz ehrlich sagen. Das hat nichts mit Mario zu tun. Die sehen da alles so schick gezeichnet aus. Ich war noch nie ein Manga-Fan. Okay, jetzt sind wir auf Yoshi's Island. Die gute alte Yoshi's Island, wie wir sie aus den gleichnamigen Spielen kennen. Willkommen auf Yoshi's Island. Kind unter großes Ei, jetzt öffentlich zugänglich. Aber dieses Ei sieht ziemlich aufgebrochen aus. Und was sind denn das für riesengroße, habt ihr es gesehen? Für riesengroße Fußabdrücke. Ja. Yoshi's Island. Baby Mario und Baby Luigi dürfen sich hier auskennen. Yoshi hat ihnen ja ein ums andere Mal das Leben gerettet in den Yoshi's Island Spielen. Aber hier ist irgendwie ziemlich wenig los. Seht doch mal. Alles leer. Nur riesige Fußabdrücke. Und nirgendwo ist ein Yoshi zu sehen. Oh, und wer ist das? Oh, was für ein Reinfall. Und der Film ist auch nicht gerade billig. Wovon redet die da? Ich war bereit für einen Knüller und dann kriege ich Bartgesicht und ein paar sabbernde Babys. Die Schmäsen im Spiel. Spitze. Wer ich? Kelly Cooper, Top-Reporterin, die beste Frau des Cooper-Anzeigers. Auch bekannt als Mario und Luigi Dream Team. Da kam sie nämlich wieder vor, falls ihr euch erinnern könnt. Habt ihr schon von dem großen Ei gehört? Ist einfach so erschienen. Und diese Dame hat das Gefühl, es hat mit den Schlupfs zu tun. Ich dachte, ich hole mir ein paar Infos von den Bewohnern, aber hier ist es wie auf dem Friedhof. Wo sind denn alle? Apropos faul, diese Sprungplattform riecht auch noch Geheimnis. Sie stinkt förmlich. Aber als ich draufsprang, hat sich kein gar nichts getan. Ob ich wohl zu schwer dafür bin? Tut mir doch den Gefallen, springt mal drauf, ja? Das dürfte schon klar sein, was wir hier tun müssen. Diese Trampoline hier können nämlich nur die Babys benutzen. Elegante Arbeit. Ja, die Erwachsenen sind zu schwer dafür. Oh, und da sind ja die ganzen Yoshis. Könnt ihr was sehen? Seid still. Ja, Yoshis reden so komisch, aber ich kann die gar nicht richtig nachmachen. Was ist los? Ihr wisst ja, Yoshis sind meine absoluten Lieblingscharaktere. Und was ist jetzt los? Nein, wir müssen fliehen. Vor was? Was? Das fragen wir uns alle. Was ist los? Oh, diese Reporterin bleibt nur im Titelseitenfieber. Ja, Kylie Cooper, die Reporterin, hat ja dann in Mario und Luigi Dream Team auch mit den Puzzles zu tun gehabt, falls ihr euch erinnern könnt. Hat mich sehr gefreut, dass Kylie wieder dabei war. Was ist jetzt los? Was ist denn das? Was es auch ist, es redet wie die Shroops und sieht irgendwie aus wie eine Art Yoshi, ein shroomifizierter Yoshi. Nein, er hat doch die gleichen Fähigkeiten wie die Yoshis. Und er benutzt sie, um Yoshis zu fressen. Was für ein Knaller, es ist riesig. Weltweit exklusiv, haltet die Druckerpressen an. Spinnst du? Sie spinnen. Du heilige Himbeere, meine Schlagzeile hat mich gefressen. Hier ist alles so feucht und schleimig. Okay, auf Koopas hat er scheinbar keinen Appetit. Dieses riesige Viech da. Aber auf Yoshis! Du, lass sie frei! Oh oh. Was machst du denn? Du solltest besser um dein Leben rennen. Im Haus verstecken war eh die beste Möglichkeit von den Yoshis. Wäre jetzt nicht einfach oben drin geblieben, dann wäre nichts passiert. Hier komme ich! Wie sie schauen alle. Oh, aber da will ich auch so schauen. Aber das Stampfen, wie im T-Rex. Wie beim T-Rex in Jurassic Park. Das Stampfen wird weniger. Und dieses Ding scheint mindestens so gefährlich wie der T-Rex aus Jurassic Park zu sein. Was war denn das? So aufgedreht war ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Ich sehe schon die Schlagzeile vor mir. Monster Jump von Schub auf gefräßiger Randale. Spitze! Ich sah vorhin einen ziemlich fiesen Magikuber in das Gebäude laufen, aber ich muss mich auf die Geschichte konzentrieren. Das könnte mein großer Durchbruch sein.
Oh Gott, so wie im echten Leben. Reporter denken nur an die blöden Stories, oh du meine Güte. Na gut, ich setze auch viel Wert auf Stories, denn ihr wisst ja, meine Lieblings-RPGs sind immer die mit der meisten Story. Und ich kann euch sagen, die Elanfabrik, aus diesem Ei scheint er geschlüpft zu sein, der sogenannte Job. Sehr großes, unheimliches Ei. Eintritt 5 Münzen. Oh Mann. Gut, ach ja, ja. Hier oben, ganz vergessen, hier müssen wir, um an den Block anzukommen, rüber, mit dem Wirbelsprung. Ja, den werden wir hier auf Yoshis Island. Island, ja, ist auch so ein Wortspiel immer mit den Yoshis gewesen. Yoshis Island, hm? Ich muss euch ganz ehrlich gestehen, dass die Elanfabrik und der Wald von Todforst echt noch das langweiligste Gebiet im ganzen Spiel war. Ab jetzt wird das Spiel richtig genial. Was ist denn das hier für eine komische Spur? Die führt in das Haus, wo Kylie Cooper gerade von Keksen gesprochen hat. Wen haben wir denn hier? Den guten Carmack. Und ich kapiere das irgendwie nicht. Es wird immer gesagt, Maggie Cooper sei der Name der Spezies im Amerikanischen. Aber ist das hier ein Übersetzungsfehler? In Deutsch heißt es nämlich, generell in Europa heißen nämlich alle Maggie Coopers Carmex. Kekse, muss Kekse finden. Bingo, und es scheint, es wäre hier niemand zu Hause. Dann greife ich doch gleich mal ordentlich zu. Ich spreche Carmex jetzt einfach mal so, den kennen wir ja schon. Obwohl ich mich schon frage, warum hier niemand zu finden ist. Hast du das Monster denn nicht gesehen? Nein, nicht schon wieder, ihr bärtigen Idioten. Ihr habt mich doch schon bis auf diese doofe Insel gejagt. Du bist ja neulich mit Baby Bowser abgehauen. Wie war das? Ihr wollt die Kobaltsternsplitter zurück? Hey, ich habe meine eigenen Probleme. Ich muss Kekse für Prinz Bowser finden. Es ist an der Spitze der Klippe. Für euch habe ich jetzt keine Zeit. Diese Kekse stehen schließlich nicht von allein. Die Kekse. Diese Kekse sind nebenbei merkt aus Yoshis Cookie. Wo stammt denn das Spiel noch schnell her? Weiß ich gerade gar nicht. So, hier oben haben wir noch ein paar Items. Oh, ein neues Item. Ein neues Boss-Item. Sehr schön. Das möchte ich euch dann auch noch zeigen. Diese Kekse sind ganz klar aus Yoshis Cookie. Yoshis Cookie dürfte man kennen. Ein SNES-Spiel? Ah! Ja, hast du es nicht gesehen, mein Freund? Oh, Carmack! Na gut, um den trauern wir nicht. Na toll, um alle, die wir nicht trauern, die spuckt er wieder aus. Aber alle, um die wir trauern, die frisst er. Na, Carmack, wie fühlt sich das an? Hey, was hast du für ein Problem? Bin ich nicht lecker genug für dich? Ich bin bestes Cooperfleisch, du Snoop! Hast du ein Glück, dass ich in Eile bin? Ich muss dem Prinzen diese Kekse bringen, sonst würde ich diesen honigsten Pinschwanz vermöbeln. Okay, jetzt können wir wenigstens hier durch. Nebenbei merkt, dieses Haus war ja vorher auch zugesperrt, oder? Das ist in nebenbei mehr Kekskrümel, diese Spur hier. Ja, ja. Baby Bowser und seine Kekse. Das ist auch eine ganz eigene Geschichte. Verfolgen wir den Übeltäter Carmack. Hinterher! Hier führt die Spuren des Job heißt er, oder? Ja. Okay. Yoshi's Island ist ein sehr interessanter Bereich des Spiels. Der ist nicht so deprimierend, wie, sagen wir mal, der Wald von Todforst war ja doch ein bisschen auf, will ich sagen, Twilight Princess. Doch, sage ich jetzt einfach mal, denn der Wald von Todforst war echt das uninteressanteste Gebiet im Spiel. Also ab jetzt geht's wieder mit dem Spiel bergauf. War hier noch, denke ich mir, ja, hier war eine Bohne. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Gut. Aber dieses riesige Monster da, es frisst die armen Yoshis auf. Und da spurtet Carmack. Ich spreche Carmack jetzt einfach mal gleich. Hier sind wieder Kekse, wie aus Yoshis Cookie. Ja, das sind Yoshi-Kekse. In erster Linie wohl eher Yoshi-Krümel, wie mir scheint. Carmack hat vermutlich alle geplündert. Die Kekse. Ja, Babys interessieren Kekse natürlich brennend. Ja. Und auch unseren Luigi, wie es scheint. Der nimmt doch tatsächlich die Kekse mit, dass Carmack einfach die so liegen gelassen hat. Naja, oh, der Kleine will es haben. Oh Gott, diese Zwischensequenzen, die liebe ich einfach nur. Die sind sowas von zum Schießen. Okay, weiter geht's. Wir haben keine Zeit für Kekse. Wir müssen ein riesengroßes, Yoshi-ähnliches Shroop-Monster aufhalten. Meine lieben Klempner, mein lieber Luigi. Mein lieber Baby-Luigi. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Erwandele, erwandele. Oder wie macht Speedy Gonzales immer? Ich weiß gerade gar nicht. Okidoki, gut. Naja, die Blöcke da oben. Die sieht man jetzt leider durch Grafikfehler kaum. Apropos, ich spreche jetzt Carmack einfach so, wie ich Kemi Cooper in Paper Mario gesprochen habe. Das mache ich jetzt einfach mal, weil mir keine bessere Stimme einfällt. Junge, ihr Saftnasen, trete deinen Cooper auf den Schwanz und bleib da noch drauf. Na gut, dann nimm dies. Die Blöcke oben am oberen Bildschirm haben gerade massive Grafikfehler. Normalerweise blinken die so, habt ihr es gesehen? Ah, die kann man kaum erkennen. Dass er einfach so leicht Flammen verteilen kann. Oh Mann.
Naja, ich weiß, was hier dazu kommt. Zip, zap, snippeldi-dupp. Falls eure Hosen nicht feuerfest sind, gibt es gleich gegrillte Klempner. Gebt besser gleich auf. Ihr glaubt, ihr seid hart im Nehmen? Das ist so, dass ihr es bis zur Spitze der Klippe schafft. Ihr Waschlappen, das will ich nur zu gerne sehen. Na toll. Jetzt ist der Weg von einer Flamme blockiert. Was machen wir da am besten? Wir werden es herausfinden im nächsten Part. Yoshi's Island Quellwasser, ein gesundes, köstliches Getränk. Ideal für Kinder im Wachstum. Vergesst nicht, schütt fleißig rein, dann siehst du aus wie ein Schwein. Den Spruch weiß ich gar nicht mehr. Okidoki, ich blöd, dass die Blöcke am oberen Bildschirm gerade nicht so gut rüberkommen wie auf dem 3DS. Naja, egal. Wie geht's hier weiter? Wie können wir die Flammen löschen? Ganz klar mit Wasser, aber wie kriegen wir es darüber?